Ja, der Sven ist am Start. Sven, keine Namen bitte, keine persönlichen, weil wir sind ja im Internet. Und sorry Leute, na, ich habe da jetzt gerade die Verbindung verloren. Ich muss noch mal kurz gucken. Also im Moment sieht es ganz gut aus. Ich muss halt jetzt noch mal kurz ein wenig gucken, gell? Also falls ich das jetzt wieder verlieren sollte, tut es mir leid, Leute. Na? Ich hoffe, ihr seid noch alle da. Okay, gut. Also, erzähl weiter, was musst du jetzt da noch machen bei deiner Herausforderung? Ghost Boar Herausforderung. Töten Sie gegnerische Spieler mit Nein, SSG nein, nein. Nein, nein, Schrägstrich nein. Oben dein oder was? Sniper-Ding. Auf der linken Seite. Bei Bewaffnung. Steht links oben dein Sniper. Ja, da steht ja, töten Sie Gegner mit einem Scharfschütze oder Präzisionsschutzgewehr. 15 soll ich und 12 habe ich schon geschafft. Und das andere ist, töten Sie Gegner mit der Technik Panzerbrecher. Eins soll ich machen, aber ich habe noch nichts geschafft. Das Wie war's. ist ein Ton und Bild, Bärbel? Panzerbrecher habe ich gesagt gehabt, wenn du die Herausforderung frei hast, kannst du LB, RB, die kleinen Pedals oben zusammendrücken und dann tut er deine Spezialmunition eindingsen, okay? Und Ja. da gebe ich dir jetzt auch wieder den Tipp, mach Sanitäter, weil dann kannst du das leichter erreichen. Weil wenn du das nicht schaffst, dann kriegst du keine Fertigkeitspunkte. Verstehst? Deswegen bist Okay. du auch erst Rang 11 und ich 57, weil ich ja nach dieser Herausforderung gehe. Weißt du, wie ich meine? Okay, Aber hier okay. töten sie drei Gegner in weniger als 3 Sekunden. Das ist voll übel, das ist voll schwer. Also ich gebe dir auf jeden Fall den Tipp, versuch das über Sanitäter auch erstmal, also Feldsanitäter. Da hast du auch wesentlich einfachere Herausforderungen, okay? Also wenn es soweit bist, wenn du wieder einen Punkt hast, du kannst theoretisch auch so deine Punkte bekommen. Es geht, ja? Wenn du da jetzt Ja. dann wegjoggelst, dann kriegst du ungefähr. Dann, wenn du dann wegjoggelst, kriegst du ungefähr 90 bis 120 Punkte. Aber wenn du bis zu deinem nächsten Punkt jetzt irgendwie 20.000 brauchst oder so, ne? Ja. Dann dauert das eine Weile. Deswegen kriegst du mehr, wenn du die Herausforderungen abschließt. Dann kommst du auch in deinem Rang als Scharfschütze weiter. Schau mal, ich bin jetzt Rang 8, glaube ich, wenn mich nicht alles täuscht. Okay? Also wenn's Alles klar. geht bei der nächsten Ding, dass du lieber auf Sanitäter umswitcht. Also dann hätte ich jetzt gesagt gehabt. Auf Feldsanitäter, Ja, Brent, dann. würde ich machen, weil dann kannst du ja auch selbst wiederbeleben. Weil ich kann das jetzt im Moment nicht machen bei dir, ne? Sondern hätte ich gesagt gehabt, Ja, wir döllern okay. da unten die Leute weg. Wenn wir die weggedöllert haben, dann gucken wir auf der Karte, was wir als nächstes machen können, okay? So, dann hätte ich mal gesagt, wir fangen ganz langsam an. Das war übel. Dann warten wir mal kurz. Ja, schau mal die A. Vielleicht kriegst du ihn irgendwie. Und ich würde dir auch empfehlen, dass du das Sturmgewehr auswählst, ne? Hast ein Gericht? Nein, Friend, leider nicht. Oh, das ist ein Digger. Das war ein Digger. Lauf du mal ein Stück rechts. Ich lauf nach links, okay? Wir verteilen uns ein wenig, okay? Ja, lauf du nach Ja. rechts. Okay. Lauf du ruhig nach rechts, gell? Okay. Die Lappen haben Verstärkung gerufen, Friend. Ich hab's gehört, ja, ich hör's, ich hör's. Okay. Ja, sobald, da sind nämlich auch noch Informationen drin. Sobald wir das da weggemacht haben. Schauen wir mal. Dann schauen wir mal, was auf der Karte abgeht.
Ja, Friend. Geh da ruhig noch ein Stück weg, ne? Kannst du erstmal einen Kreis rummachen, gell? Pass auf, da ist eine Drohne, gell? Geh ruhig noch ein wenig weg. Oder lauf weiter rum, wenn es geht, gell? Oder lauf von mir aus auch ein Stück zu mir. Dann kann ich dir eventuell auch wegen Deckung geben, gell? Oh, Friend, 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 bei uns geht's schon wieder ab. Ja, das stimmt. Aber wir kriegen das No. Friend, du kannst ruhig noch ein Stückchen weiter rum, gell? Ja. Left gut, Friend. Ja. Schießt dann irgendwann auf dich? Momentan nicht, na, Sehr Friend. gut. So, ja, dann laufen wir noch ein Stück weiter rum. Da haben sie jetzt wieder gleich das ganze Arsenal auspackt, ne? Mit ihrer riesen verranzten Drohne, mit Verstärkung. Also das war da ganz schön übel. Sehr gut, Friend. Mein Rucksack, der ist schon wieder komplett voll. Okay. Geht's bei dir dann noch leicht ab, Friend? Ja, wow, 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 wow. Nein, ich hab's zerlegt. Okay. Ja, ich versuche dir jetzt zu helfen, ne? Aber wie gesagt, es geht nicht ganz so einfach. Siehst du, das wäre jetzt die Sache, wenn du jetzt Sanitäter gewesen wärst, dann hättest du dir selber helfen können. Weil, ne, wie gesagt, ich habe ja keine Drohne mehr. Aber ich bin schon auf dem Weg. Aber das sind dort bei mir gleich zwei Stück, Macht Friend. erstmal nichts. Gut, Friend, warte, ich bin da. Du bist ja noch da, ne? Ja. Kein Problem, Friend.
Zack, hast es hin. Sauber. So, dann schauen wir mal, was wir da einpacken können. Da war nämlich jetzt auch nur irgendwas Blaues. Ah, hier, schau mal. Oha. Lass uns mal Kisten und alles einpacken. In der verranzten Welt, Friend. Und von allem auch die Information, gell? Ja. Wenn du mit dem Rang nicht aufsteigst, Friend, ja? Und du nicht besser wirst, weil die Gegner, die passen sich an dem Stärksten deines Teams an. Das bedeutet, wenn ich Rang 60 bin und du Rang 11, dann hast du es sehr, sehr schwer. Zum Beispiel, ne? Okay. Deswegen, wenn du dir da jetzt dann aussuchst, ne, wie zum Beispiel Feldsanität oder sowas, da hast du es auch einfacher. So, Friend, da muss noch irgendwo Kiste sein, jawohl. Kisten sammelst du alle Eiger? Ja, ich schaue, ich tue alles Ei sammeln, was geht, Friend. Da ist noch irgendwo ein Gegner. Wir sind so gut wie erledigt. Sucht schon. Zack, wegmessert, wegmessert. Mein netter, dass er ausflippt, gell? Den hat's richtig zerlegt, den hab ich weggemessert. Friend, und wenn du dir andere Messer kaufst, ja? Ja. Dann macht er auch andere Waffenanimationen. Okay. Wäre vielleicht auch eine gute Idee, ne? Aber ich glaube, da ist irgendwo noch einer, gell? Kann das sein? Also ich bin bis jetzt immer nur noch am Einsammeln. Ja, ja, kein Problem. Alles kein Ding. So, die ersten Informations habe ich. Wobei das keine Information ist, das sagt uns halt einfach nur, hey, da hinten, da ist ein neuer Unterschlupf und hier ist dieses und jenes. Also eigentlich nichts Weltbewegendes, ne, wenn du das so siehst. Okay. Da unten wäre noch eine Geldkiste. Also wenn wir da ordentlich Geld zusammen haben, dann holen wir uns einen fetten Helikopter-Friend. Das ist auf jeden Fall so unser nächstes Ding. Also Bitrate. Okay, die Bärbel hat geschrieben, soweit passt alles. Okay, ist in Ordnung. Ja, also wenn wir genug Geld haben, das ist unser nächstes Ding. Wir holen uns einen gescheiten Hubschrauber. Ja. Ja, ja, schau, das ist schon wieder bloß das Biwak-Schmarri. Ja, und da ist jetzt auch noch irgendwo eine Kiste. Schon wieder bloß Biwak, Schmarri. Schau, das waren jetzt drei Informationen und alles nur Unterschlüpfe. Weißt du, das Lustige ist, wir können unsere Unterschlüpfe auch selber suchen. Da braucht man keine Informationen von den Lappen. Meinst du, der geht dann rüber? Okay. Hast du so weiter wegen alles auch gesammelt? Da ist wieder irgendwas Grünes, Friend. Ich laufe da gerade hin. Ja, das hat er Toter fallen lassen. Schee alles. Der Friend. Der Lefter. Schee alles, einpacken. Da pfeift auch irgendwas total komisch.
Ja, jetzt haben wir sogar sowas wie einen Panzer, ne? Können wir dann aber können wir auch kaufen, oder? Wie bitte? Ein paar können wir aber auch kaufen, Friend. Können wir auch kaufen, aber der ist gar nicht so besonders. So, und unser nächstes Ding, was wir ja gesagt haben, ne? Wir wollen ja auch erst einmal so ein bisschen die Nebenmissionen mitnehmen, ne? Haben wir ja gesagt gehabt, ja. Die gelben, das wären so diese Hauptstory-Verläufe. Was wir gesagt haben, damit wollen wir ja noch kurz ein wenig warten, ne? So, wir hätten aber jetzt halt zum Ja. Beispiel noch die weißen. Da könnten wir uns dann die Waffen holen. Klamotten zum Beispiel. Und dann hätten wir nämlich auch noch hellblaue. Und da wären jetzt nämlich auch noch mal Waffen. Aber ich schaue natürlich, dass wir irgendwas da hier, da unten haben wir zum Beispiel was Blaues. Das wäre dann nämlich eine Blaupause. Ja. Unser nächstes Ding habe ich anvisiert. Ich warte, dass der Friend kommt, okay? Okay. So. Gut. Soweit habe ich jetzt erst einmal alles eingesammelt. Ich schaue jetzt nochmal. Und wie es mit die Blaupausen machen kannst, weiß der übrigens. Pass auf. Das ist jetzt auch nochmal ein guter Tipp. Jetzt nehmen wir mal an, du hast eine Blaupause, ne? Da unten, da läuft Ja. jemand. Ein Gegner. Siehst du da vorne? Friend. Aber ich komm zu dir gelaufen. Moment. Soll ich ans Ja, Schütz? Kannst du machen. Warte mal. Ja, hier, schau. Ja, wieso geht das jetzt nicht? Etzala. Okay, bist du oben? Jawohl, geil, oder? Ich würde schon sagen, das ist ein richtiger Panzer, oder? Na klar! Na klar! Der fährt ja auch wie ein Panzer, also richtig langsam. Aber ist egal, weil wir wollen ja auch viel mitnehmen, ne? Und da, wo wir jetzt hingehen, zu den Blauen, das sind Blaupausen. Und jetzt pass auf, jetzt nehmen wir mal an, du hast eine sehr gute Waffe gefunden, die dir aber so nicht taugt. Dann nimmst du die Waffe ja. in die Hand, ja? Mhm. Gehst zu deinem Ding hin, machst die Blaupause fertig. Und dann hast du die Blaupause gefertigte Waffe in dem Rang. Verstehst? Okay. Also ein wenig kompliziert, schau mal unseren Gegner. Ein wenig kompliziert zu sagen, aber. Ja, geil, oder? Mega geil, Friend. Kommt der gegnerisches Auto? Die hat's zerlegt, und zwar richtig. Wen hat's denn jetzt zerlegt? Die anderen hat's zerlegt. Uns hat's zerlegt. Mich Nein. hat's zerlegt, Friend. Uns hat's auch zerlegt. Du kannst mir mal rausziehen, der Friend. War ein schönes Auto, war wirklich ein schönes Auto. Das war gut. Ah, warte mal. Warte mal, wie kann ich dich da rausholen? Einmal auf X hingehen. Wow. Ist er noch drin, Friend? Ich weiß jetzt Mich hat's komplett zerlegt. Mich hat's auskaut. Also, wegkaut. Ah, da kommt schon wieder. Das war übel. Ja, dann lass uns mal das Auto von denen da unten nehmen. Hilfe, Friend, schieß auf den. Passt schon. Jawohl, wir nehmen da unten das Auto von denen. Ich gehe ans Geschütz, Friend. Aber der qualmt. Der qualmt macht, oder. Macht erstmal ne? nichts. Gute Autos qualmen immer, Friend. Du bist da, ja? Nein, nein, ich wollte nicht wieder. Warte, Friend. Warum wollte ich nicht? Weil wir müssen uns jetzt wegen beeilen, sonst kommen immer mehr Gegner. Ja, schade ums Auto, war auf jeden Fall cool, ne? Da kommt. Schau mal, was da kommt. Was denn jetzt? Der hat dich wegballert. Ich hat's. Boah. Ich hat's zerlegt. Aber richtig, der hat uns wegballert. Das war Drohne. Na, auf den dürfen wir nicht so drauf zufahren. Ich wollte jetzt gerade schießen oder warum hat's mich der zerlegt? War übel, der war übel. Wie hat's zerlegt? Uns hat's zerlegt. Das war heftig, Freunde. Das war wieder echt heftig, hey.
Das stimmt. So, okay. Gut, dann gehen wir mal länger runter. Unser Ding wird dann noch anzeigt. Wir müssen übrigens dahinter. Auf geht's. Also da, wo wir jetzt hingehen, da kriegen wir Blaupause und im Geschäft kannst die Blaupause dann bauen. Ne? Okay. Mit der dementsprechenden Waffe in der Hand hat die Waffe dann auch den nächsten Rang dann. Also es, auch wenn die Waffe nicht quält, nimm sie erstmal, bau sie und dann kannst du dir als Blaupause dann im selben Rang kriegen. Aber das erkläre ich, wenn es noch so weit ist. Also auch die Blaupausen sind wichtig, weil es sind einzigartige Waffen. Ne? Okay. Sauber, oder? War das geil? Tja. Der Thread. Voll klar. Klar. Da wird es halt kurz gegeht. Warte mal, wie hast du das jetzt gemacht? Auf A, Friend, ne? Oder wie ja, war das? Am Abhang. Abspringen auf A. Bei mir geht es nicht. Falscher machst du aber schon frei, ne? Also es ist quasi wie, als würdest du runterhupfen einfach. Bisschen hinrennen an die Kante. Und dann einfach runter. Notfalls, ich warte auf dich, kein Ding. Da. Klar. Ja, schauen, da hat man dann auch einen Hubschrauber. Ja, da steht schon, das hat Dicker vor denen. Friend, warst du das gerade? Da! Oh, wow. Ich hab denn ihre Rocker-Dinger doch gemacht. Friend. Sauber, Friend. Den, das war jetzt aber nicht ich. In ihre Mopeds? Klar! Die Mopeds habe ich zerlegt. Sau geil, Friend. Zack! Wegschneddert, wegschneddert, wegschneddert! Gut, Fred. Ah jawohl, da bist du ja schon. Oh, die haben sogar den Schuss gehört. Hm, die haben scheinbar den Schuss gehört, Fred. Aber halb so schlimm. Die haben das brutal gehört, Fred. Sauber, Friend. Da vorne steht noch ein Hubschrauber, ne? Wäre natürlich gut, wenn sie den nicht gleich wegnehmen. Nein, mich hat's zerlegt. Okay, Friend, jetzt wird's natürlich übel, ne? Mit helfen. Ja. So. Ich schaue mal, vielleicht kann ich schon da was machen mit dem Sanitäter. Du musst das erst auswählen, Sanitäter, ne? Ja. Ah. Okay.
Oha, 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 Friend. Da geht nix. Oh, verranzt, jetzt haben's mich. So, Friend, wie ist bei dir? Du kommst gleich wieder, nehme ich an, oder? Ja. Wow. Du bist wieder da scheinbar, Friend. Ich bin ja. Ich bin da, Friend. Der ja. War sehr gut, was sonst? Wer ist jetzt wieder vorbei gewesen? Ich lauf zu dir hin. Passt schon, lieber nicht, Friend. Ich komm gleich wieder. Pass auf, das sind voll viele, gell? Der hat einfach mal eine Handgranate hochgehauen und hat es mich leider wurf da geworfen. Einfach mal so bumm. War übel, Friend, war echt übel. So, ich bin auf dem Weg, Friend. Friend, bei dir left? Ja. Die kriegen wir schon noch weggejoggelt, Friend. So läuft's noch, oder, Friend? Ja. Sehr gut. Liegst du am Boden? Nee, ne? Nee, Friend, ich hab den einen vor... In Oberschenkel geschossen. Okay. Wow, das war übel. Thank you.
Friend, bei dir ist noch alles gut, gell? Ja. Sehr gut, sehr gut.